Hier ist der Orkan und willkommen zu meinem neuen Video und willkommen auf meinem Channel. Und zwar, Freunde, wollte ich für euch heute ein kurzes Video machen, in dem ich euch eine sehr interessante Methode vorstelle. Und zwar die Wecker-Methode. Ich weiß, viele kennen bereits diese Methode, da ich sie oft in der Facebook-Gruppe erwähnt habe und sie auch auf meiner Webseite habe. Übrigens, falls ihr noch nicht in der Facebook-Gruppe seid, der Link ist in der Beschreibung. Kommt zu uns in die Gruppe und stellt dort eure Fragen. So, die Wecker-Methode ist für die indirekte Technik. Die ist dafür gut geeignet, falls ihr kein WBTB machen wollt bzw. könnt. Könnt ihr einfach einen Wecker einstellen, der nur einmal piepst. Das heißt, ihr müsst nicht dafür extra aufstehen und den Wecker ausschalten. Also der piepst nur einmal und hört dann direkt auf. Ihr werdet dadurch kurz wach und könnt sofort die Techniken ausführen. Das ist der ganze Vorteil an dieser Methode. Ihr könnt die Technik auch nach dem WBTB verwenden. Das heißt, nachdem ihr 4-7 Stunden geschlafen habt und dann wieder wach wart und dann wieder schlafen geht, könnt ihr euch auch diesen Wecker einstellen. Es ist eine sehr gute Sache für die Leute, die nicht von alleine wach werden bzw. nicht merken, wann sie wach werden. Genauso wie bei der Kaffeemethode kann es diesen Leuten sehr helfen. Übrigens, das Video mit der Kaffeemethode verlinke ich euch in der Beschreibung. Falls ihr Lust habt, könnt ihr es euch anschauen. So, ihr fragt euch bestimmt, wie kriege ich so einen Wecker, der nur einmal piepst? Also, ihr könnt so einen Wecker komplett kostenlos haben, dank der heutigen Smartphones. Und zwar wollte ich euch hier mal zeigen, gibt es fürs iPhone, also für iOS, gibt es Timer Plus. Also so sieht die App aus. Für Android gibt es eine App, die heißt Medigong. Auf jeden Fall ich habe kein Android-Gerät, deswegen stelle ich es euch auf dem iPhone vor. Und zwar seht ihr, hier könnt ihr die Zeit einstellen. Ich weiß nicht genau, ob ihr es hier in der Kamera sehen könnt. Auf jeden Fall könnt ihr euch hier die Zeit einstellen und ihr könnt auch ein Beep auswählen bzw. einen Ton. Ich bevorzuge natürlich, also hier gibt es verschiedene Töne und ich bevorzuge natürlich hier sowas. Und auf jeden Fall könnt ihr so einen Ton auswählen und hier auch wählen, wie oft es klingen soll. Ihr könnt bis 64 Mal auswählen, das ist praktisch piept, ne? Und ja, dann weckt euch der Wecker 64 Mal höchstens natürlich. Wie ihr hoffentlich gesehen habt, ist die App sehr leicht zu bedienen. Also die App erklärt sich praktisch von selbst. Ich verwende auch öfters mal diese Methode. Ich finde sie ganz cool, wenn man mal an einem Tag nicht so sehr motiviert ist. Achtet nur bitte darauf, dass ihr diesen Ton nicht zu laut einstellt. Es kann sein, dass ihr dadurch zu wach werdet und dass ihr dann nicht in dem richtigen Zustand seid, um die Zyklustechniken auszuführen. Stellt auch diesen Ton nicht zu leise ein, damit ihr den nicht überhört. Das war's dann mit der Wecker-Methode. Schaut euch auf jeden Fall das Video an mit den 15 größten Fehlern zum luziden Träumen ein, falls ihr bis jetzt noch keinen Klartraum hattet. In diesem Video werden euch alle möglichen Fehler erklärt, die ihr eventuell machen könntet. Und so könnt ihr diese Fehler auf jeden Fall auf sehr leichte Art und Weise beheben. Ihr könnt euch auch das Video anschauen, wie ihr die Kreativität im Klartraum steigern könnt. Hier sind die ganzen Videos. Und hier ist auch das Video, wie ihr eure Höhenangst überwinden könnt im Klartraum. Holt euch auch das Klartraumpaket, wenn ihr ganz leicht Klarträume haben möchtet. So, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich danke euch, dass ihr das Video bis zum Ende euch angeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Mittag, je nachdem. Wir sehen uns in dem nächsten Video und bis dahin, Peace!